Moinsen zu meinem zweiten Video zur Prüfungsvorbereitung für den ESA. Dieses Mal werde ich Aufgaben aus dem Übungsheft 2019, und zwar die Deutsch-A- und B-Aufgaben, besprechen. Es geht wieder darum, nicht nur einfach die Lösung zu präsentieren, sondern Strategien zu vermitteln, mit denen man solche Aufgaben gut lösen kann, beziehungsweise auch auf Stolpersteine hinzuweisen, was man falsch machen könnte oder wo man sich vielleicht täuscht oder die erste Idee vielleicht nicht so richtig die Beste ist. Ganz kurz zu mir, mein Name ist Frau Richter, ich unterrichte an der Live-Erikson-Gemeinschaftsschule in Kiel und habe mir überlegt, wenn wir alle nicht zur Schule gehen dürfen und uns nicht vernünftig auf die Prüfung vorbereiten können, versuche ich es mal auf diesem Weg vielleicht ein bisschen Wissen zu vermitteln. Danke an alle, die mir Rückmeldung zu dem ersten Video gegeben haben, das ja noch eine Probeversion war. Ich hoffe, heute wird es besser, Rückmeldungen sind erwünscht. Und wenn ihr bestimmte Themen nochmal genauer erklärt haben möchtet, sagt auch gern Bescheid. Dann kann es gleich auch losgehen. Der Lesetext ist in dem Fall 3 Seiten lang und handelt vom Thema Mode. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, nutzt alle möglichen Lesetechniken, die ihr in eurem Schulleben jemals gelernt habt. Ich weiß, die meisten sagen, kann ich auch ohne Marker, alles easy. Aber vertraut mir, oft sind es wirklich dann die paar Punkte, die den Unterschied zwischen der besseren oder der schlechteren Note machen, die man leichtfertig verschenkt, wenn man eben nicht genau liest. Also schaut euch zum Beispiel auch wirklich genau die Überschrift an fürs Textverständnis, dann diese Einleitungstexte. Ganz wichtig sind auch hier unten immer nochmal die schwierigen Wörter, die übersetzt sind. Wenn ihr dann den Text erst einmal überflogen habt, um euch ein Bild davon zu machen, worum geht es eigentlich im Großen und Ganzen, empfehle ich euch wirklich jeden Absatz nochmal genau zu lesen, die Schlüsselinformationen, also die wichtigsten Informationen zu markieren, heißt nicht den ganzen Textbund anzumalen, sondern wirklich nur einzelne Wörter oder Wortgruppen anzumarkern. Schaut dann auch nochmal, welche Wörter ihr nicht kennt, lest dabei den Satz ganz aufmerksam und überlegt, ist es eigentlich wirklich wichtig, dass ich das Wort jetzt genau kenne. Wenn man jetzt zum Beispiel mal hier in dem Absatz guckt, laut einer Greenpeace-Umfrage von bla 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 bla, kann man sich jetzt daran aufhängen, dass man nicht weiß, was Greenpeace ist oder wer Greenpeace ist oder überhaupt. So, man kann aber auch sagen, okay, ich blende das Wort jetzt einfach mal aus und lese nochmal laut einer Umfrage von bla 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 und denkst so, ja, ist klar, es wurde eine Umfrage gemacht, da sind Sachen rausgekommen. Die Sachen sind für mich wichtig oder die Zahlen und die Daten sind wichtig. Ob jetzt von Greenpeace, Bluepeace oder Yellowpeace gemacht wurden, im Grunde scheißegal. Also versucht auch manchmal Wörter auszublenden, die ihr nicht kennt. Es hilft oft nicht so viel, sich da an solchen Wörtern aufzuhängen, sondern es hilft mehr, dann den Satzzusammenhang nochmal zu lesen und zu überlegen, habe ich verstanden, worum es im Wesentlichen geht oder nicht. Also aufmerksames Lesen, ich schwöre auf alles, es gibt ganz viele wertvolle Punkte, über die ihr euch später freut und die ihr vielleicht verschenkt hättet, wenn ihr nicht aufmerksam gelesen hättet. Es geht dann los mit Aufgabe A1. Lies den folgenden Textausschnitt, das ist schon mal wichtig. Also in den kommenden Aufgaben sind immer Textausschnitte in diesen Kästchen abgedruckt. Das heißt, die Antworten beziehen sich wirklich nur auf den Text in dem Kästchen und nicht auf den Gesamttext, der ganz am Anfang steht. Weiter hinten sind dann Aufgaben, da gibt es keinen Textausschnitt, da beziehen sich die Aufgaben dann auf den ganzen Text. Aber da sage ich auch nochmal genau Bescheid. Es geht also um den Satz, die Mode hat in den letzten Jahren ein unglaubliches Tempo erreicht. Die Mode wird hier im Prinzip zu einem Menschen gemacht oder zu einem Wesen gemacht, das sich schnell bewegen kann. Es wird also das Stilmittel der Personifikation benutzt. Spielt zwar jetzt in der Antwort keine Rolle, kann man sich aber vielleicht mal merken, denn Stilmittel werden ja oft auch in den B-Aufgaben mal abgefragt. Was ist mit dieser Aussage gemeint? Also klar, die Mode fährt nicht Auto, die Mode rennt nicht, aber mit der Mode oder dem Konsum, dem Verbrauch von Mode, hat sich einiges geändert. Hier ist es wichtig, dass man darauf eingeht, dass Modetrends sich schnell ändern. Also ständig gibt es neue Kollektionen, die Geschäfte haben, wenn man 1-2 Wochen nicht da war, schon wieder komplett neue Klamotten da.
was heute unmodern oder modern war, ist morgen vielleicht schon unmodern. Man kauft auch schnell Mode und schmeißt sie wieder weg oder gibt sie weiter. Das sind so Aspekte, die auf jeden Fall in der Antwort sinngemäß vorkommen sollten. Bei Aufgabe 2 geht es darum, Aussagen nach trifft zu oder trifft nicht zu bewerten. Wieder ist nur dieser Textausschnitt wichtig, also es geht nur um Informationen, die in diesem Textausschnitt stehen. Die erste Aussage ist, viele Kleidungsstücke werden selten getragen. Die Info findet man hier im unteren Teil, da es erst von bestimmten Anzahlen von gekauften Kleidungsstücken die Rede und im Schlusssatz wird festgestellt, dass rund 40% der Kleidungsstücke, die gekauft wurden, nicht oder selten getragen werden. 40% sind auf jeden Fall viel. Man kann also ruhigen Gewissens ankreuzen, trifft zu. Die Deutschen verhalten sich im Kleidungskauf ähnlich wie die Briten und die Amerikaner. Da findet man die Antwort im Mittelteil des Textes. Also es steht hier, stehen Infos zu Amerika und zu Großbritannien. Und insgesamt sind die sehr ähnlich zu denen der Deutschen, die hier oben im Text stehen. Auch da kann man sagen, die Antwort trifft auf jeden Fall zu. Bei der Aussage 3, in Amerika ist der Kauf von Kleidung zwischen 1991 und 2013 deutlich gestiegen, geht es um diesen Satz. Und es wird festgestellt, oder man kann feststellen, dass ungefähr anderthalbmal so viele Klamotten gekauft wurden zwischen 1991 und 2013. Das heißt, auch diese Antwort trifft auf jeden Fall zu, denn anderthalbmal so viel ist schon ganz schön viel. Aussage 4 ist offensichtlich absoluter Blödsinn, denn wenn in diesem ganzen Textausschnitt darüber gesprochen wird, dass man heute mehr Kleidung kauft als früher, dann hatte man wahrscheinlich früher weniger Kleidung als heute. Also ganz logisch, trifft nicht zu. Einige Angaben zu Deutschland beruhen auf einer Umfrage. Das stimmt auch und der passende Textausschnitt ist hier. Es geht hier um eine Greenpeace-Umfrage, also ist die Aussage ebenfalls richtig. Der Kauf neuer Kleidungsstücke wird in Zukunft abnehmen. Das ist sehr unwahrscheinlich, denn der Trend geht eindeutig in Richtung mehr kaufen, weil es billiger ist, weil die Sachen auch weniger haltbar sind als früher. Also das ist, trifft nicht zu, dass diese Prognose oder diese Aussicht auf die Zukunft richtig wäre. Bei A3 geht es wieder darum, auszusuchen, trifft die Aussage zu oder trifft sie nicht zu. Und die Antworten findet man wieder in dem Textausschnitt, der hier abgedruckt ist. Aussage Nummer 1, man gibt einen geringen Prozentsatz seines Einkommens für Kleidung aus. Im letzten Satz steht, dass es nur rund 5% waren, die für Kleidung ausgegeben werden, im Vergleich zu früher, den 1970er Jahren, in denen es noch 10% waren. Also 5% ist relativ wenig. Diese Aussage trifft also zu. Man kauft vieles im Vorbeigehen. Da wird das Beispiel gebracht, ne? Jeder kennt es, ich bin bei IKEA, habe eigentlich 2 Sachen auf dem Zettel, gehe aber mit 10 Sachen raus, weil das nehme ich mal eben mit, ist so ein typisches Phänomen, das man bei IKEA kennt und aber auch eben bei Primark, bei H&M oder wo ihr sonst einkaufen geht, wenn ihr Mode kauft, ist oft so, ach, ein paar Socken gehen noch und noch eine Haarspange, ach, die Kette ist auch hübsch, die könnte man auch nochmal mitnehmen, noch eine Basecap, dies, das. Ne, so Kleinigkeiten werden dann einfach mitgenommen. Also ja, man kauft vieles im Vorbeigehen. Aussage 3. Die Kunden achten mehr auf Qualität in der Mode. Da gibt es im Text die Aussage, dass bestimmte Anbieter den Markt mit billigem Stoff überschwemmt haben. Also dass zum Beispiel T-Shirts nur noch knapp 5 Euro kosten und ähnliche Beispiele. Billiger Stoff heißt, die Qualität der Klamotten ist nicht mehr so hoch. Und wenn die Kunden sehr viel billiges Zeug kaufen, achten sie offensichtlich nicht mehr so sehr auf Qualität. Diese Aussage trifft also nicht zu. Kleidungsstücke sind keine Mitnahmeartikel. Wir haben hier oben angekreuzt, dass man schnell mal im Vorbeigehen kauft.
Das ist ja im Prinzip dann die gegenteilige Aussage. Und wenn man sagt, ja, man kauft im Vorbeigehen, dann sind Kleidungsstücke wohl keine Mitnahmeartikel, beziehungsweise trifft dann das die Aussage nicht zu, weil Kleidungsstücke offensichtlich doch Mitnahmeartikel sind. Klang jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aktuelle Mode ist so günstig wie nie. Auch da kann man sich auf den schon angemarkerten Teil beziehen. Da werden Preise genannt, dass es sehr günstig ist und dass diese Antwort demnach zutrifft. Kunden kaufen viele Kleidungsstücke mehrfach. Auch dazu gibt es ein Beispiel im Text. Da wird geschrieben, es ist das fünfte Halstuch oder man hat halt außer einer Relaxed Skinny noch eine extra Skinny Jeans. Weil es ja alles so schön billig ist, kauft man auch mehrfach. Also auch diese Aussage ist richtig. Bei der vierten Aufgabe soll man zwei Gründe nennen, warum Kleidung als Wegwerfware behandelt wird, beziehungsweise woran man das merkt, in dem Textausschnitt wieder. Das ist an mehreren Stellen im Text zu finden. Also es geht einmal darum, wenn alles so einfach zu haben ist, wird es nicht mehr geschätzt, also der Wert wird nicht mehr geschätzt. Man könnte auch sagen, es gibt keine Wertschätzung mehr für die Kleidungsstücke. Dann wird beschrieben, dass die Hälfte der Befragten noch nie im Leben was zu einem Schneider gebracht hat, um es vielleicht ändern zu lassen, reparieren zu lassen. Auch das spricht dafür, man kauft es, wenn es nicht mehr funktioniert oder nicht mehr hübsch aussieht oder was kaputt ist, schmeißt man es weg. Und ein anderer Grund ist auch zum Beispiel ausrangiert, also weggeräumt, aus dem Schrank aussortiert oder wie auch immer, wird alles, was nicht mehr gefällt oder was nicht mehr aktuell ist. Also die Gründe, die man vielleicht vor 20, 30, 40 Jahren hatte, um ein Kleidungsstück auszusortieren ist, es ist zu klein geworden, passt nicht mehr oder ist zu groß geworden, weil man heftig abgenommen hat. Oder es ist so kaputt, dass es sich nicht mehr reparieren lässt und erst dann hat man es weggeschmissen. Heute sind die Gründe dafür auch, ist nicht mehr so hip und nicht mehr so up-to-date. Ne, meine Freundinnen haben auch alle was Neues. Oder es ist ja eine neue Kollektion raus, rote Turnschuhe, wer trägt die noch dieses Jahr, sind weiße Turnschuhe angesagt. Also die Gründe sind eher so persönliche Gründe und nicht wirklich Gründe, dass man die Sachen nicht mehr tragen kann. Wenn ihr also zwei Gründe dafür nennen sollt, hier in der Lösungsanweisung sind vier Gründe genannt, die ich auch schon gesagt hatte, ne? Mangelnde Wertschätzung, die Sachen sind einfach und billig zu haben, sie werden nicht mehr repariert. Und manchmal schmeißt man sie eben auch weg, wenn sie nicht mehr aktuell genug sind. Dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite und könnt entsprechend die zwei Punkte sammeln, die zu sammeln sind. Bei Aufgabe 5 geht es darum, dass man erklären soll, wieso die Aussage eine absurde Vorstellung, die im Text vorkommt, passend ist. Und warum davon gesprochen wird. Also muss man erstmal klären, was bedeutet das Wort absurd? Absurd ist etwas, was der Vernunft widerspricht, also was unsinnig ist. Man könnte auch sagen, idiotisch, verrückt, unvorstellbar, sinnlos. So, das wären Synonyme, also andere Wörter, die man für absurd einsetzen könnte. Nun muss man sich den Text einmal genauer anschauen. Es ist die Rede davon, dass früher in den 90ern wird gesagt, also vor rund 30 Jahren, im Sommer teilweise die Sachen in den Schaufenstern durch Folien abgeschützt oder geschützt wurden, damit sie nicht vergilben, also ihre Farbe nicht verlieren oder weiße Klamotten nicht so gelb, hässlich gelblich werden. Das nennt man oder wird im Text benannt als absurde Vorstellung im Vergleich zu heute, weil sich heute die Auslagen und Dekorationen in den Schaufenstern rasch wieder ändern und weg vom Fenster sind, also man sie nicht mehr in einem Ausstellungsfenster sehen kann. Deswegen ist das heute eigentlich unvorstellbar, dass es irgendwann mal nötig war, weil vielleicht Klamotten ein halbes Jahr im Schaufenster standen und dementsprechend dann auch der Sonne ausgesetzt waren, dass das mal normal war, vielleicht in Modegeschäften. Also auch in der Lösungsanweisung kommt zutage, wichtig ist, dass man darauf eingeht, ne, dass heute die Schaufensterdekorationen sehr schnell wechseln und es deswegen absurd, also unvorstellbar, unsinnig erscheint, dass früher
die Kleidungsstücke irgendwie abgedeckt werden mussten, damit sie eben nicht ihre Farbe oder ihre Qualität verlieren. Kleiner Fun Fact am Rande. Früher, im Mittelalter, ein bisschen später, wurden die negativen Zahlen auf der Zahlengerade absurde Zahlen genannt. Also quasi die unsinnigen, die unvernünftigen Zahlen. Ich glaube, manch einer von euch, der in Mathe nicht ganz so fit ist, wird auch sagen, ey, negative Zahlen, sowas von unsinnig, braucht man gar nicht. Aber gut, wieder was gelernt. Bei Aufgabe 6 sollen nun wieder eingeschätzt werden, treffen Aussagen zu oder treffen sie nicht zu. Wichtig ist an dieser Stelle, dass die Sätze, die in den Aussagen stehen, alle mit dem Wort Konsum beginnen. Also Konsum steht bla 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 bla. So, also erstmal wichtig zu klären, was ist eigentlich Konsum? Das Wort Konsum kommt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie Verbrauch oder Verbrauchen. Also es geht hier immer noch um Mode. Der Textausschnitt ist wieder wichtig. Gemeint ist nur der kleine hier oben. Und es geht um den Verbrauch von Mode oder von Kleidungsstücken. Aussage Nummer 1. Konsum steht bei allen Jugendlichen an erster Stelle der Freizeitaktivitäten. Es wird zwar einiges über Freizeitaktivitäten geredet oder gesprochen im Text, aber es geht zwar darum, dass im letzten Satz 60% der Jugendlichen ihr Geld am liebsten für Kleidung ausgeben, aber das heißt nicht, dass es die Lieblingsfreizeitaktivität ist. Da muss man genau trennen und genau lesen. Wichtig. Also trifft nicht zu. Konsum ist auch verantwortlich für den Erfolg von Instagram. Liegt eigentlich auf der Hand, bräuchte man gar nicht in den Text gucken. Ne? Diese Aussage trifft zu, denn bei Insta stellt man zum Beispiel über Bilder seinen Look dar oder seinen Lebensstil. Und da es immer oft was mit Optik zu tun hat, geht es darum, ne? Was für Klamotten trage ich, welches Schminkzeug benutze ich, welches Auto fahre ich, welche Reisen kann ich mir leisten. Und das ist ja alles im Prinzip im weitesten Sinne Konsum. Das heißt, der Erfolg von Instagram hängt ganz stark auch, zumindest bei vielen Nutzern, von Konsum ab. Konsum führt zu Vergleichs- und Wettbewerbsverhalten zwischen Menschen. Auch da kann man den Teil, den wir gerade schon besprochen haben, man möchte sich über Insta gut darstellen und wer hier mithalten will, muss auch was vorweisen können. Das heißt, es findet ein Wettbewerb statt, dass man sagt, okay, da hat jemand die Nike-Turnschuhe vom letzten Quartal an, ich habe die neuesten, die gestern erst irgendwie in den Läden waren oder vielleicht sogar im Vorverkauf irgendwie krass geshoppt wurden. Die kann ich da präsentieren. Also es hat mit Wettbewerb und auch Konsum passt da gut zusammen. Diese Aussage trifft also zu. Konsum zeigt den gesamten Charakter des Menschen. Steht nicht wirklich was im Text, aber wenn man nochmal zu den ich stelle meinen Lebensstil da Zeilen kommt, ist klar, mein Lebensstil zeigt nicht meinen ganzen Charakter. Mein cooles T-Shirt zeigt nicht meinen ganzen Charakter. Heißt also, diese Antwort trifft nicht zu, auch wenn da nicht so ein ganz, ganz klarer Textbeweis im Textausschnitt da ist, sondern dass mehr indirekt angesprochen wird oder so eine Schlussfolgerung ist. Konsum ist besonders für Jugendliche eine Ausdrucksmöglichkeit für ihre Persönlichkeit. Da sind wir auch wieder bei diesen Insta-Geschichten und es geht um den Lebensstil. Auf jeden Fall auch diese Antwort ist korrekt. Konsum im Modebereich kostet Jugendliche einen großen Teil ihres Geldes. Ja, man kann sagen, wenn man 60% des Taschengeldes am liebsten für Kleidung ausgibt, beziehungsweise 60% der Jugendlichen ihr Geld am liebsten für Kleidung ausgeben, dann kostet das auf alle Fälle die Jugendlichen einen großen Teil ihres Geldes. Auch diese Antwort ist also richtig. Bei Aufgabe A7 soll man ankreuzen, welche Aussage der 4 am besten, und das ist ja auch der wichtige Punkt, irgendwie passen sie alle ein bisschen oder fast alle ein bisschen, aber welcher passt am besten zu dem Textausschnitt, der hier wieder aus dem großen Text rausgezogen wurde. Wenn man jetzt in den Text guckt, sieht man, ja, es steht was von Belohnung drin und sich was gönnen, aber ist immer eine Belohnung für Erfolg
ist auf jeden Fall Blödsinn. Das heißt, diese Aussage ist es schon mal nicht. Ist ein Satz für andere Bedürfnisse? Das passt schon eher, ne? Weil zum Beispiel ja gesagt wird, dass früher Familie, Verein und Kirche eine Rolle gespielt haben, dass Menschen neue Identitäts- und gemeinschaftsstiftende Dinge suchen und glauben, sie immer häufiger im Konsum zu finden. Das ist ein ziemlich langer Satz in dem Auszug, deswegen kann man sich das schon mal vormerken als eine möglicherweise korrekte Antwort. C ist dann Voraussetzung für ein glückliches Leben. Davon steht gar nichts von Glück im Text. Das heißt, diese Antwort ist auf jeden Fall auch nicht richtig und hat im täglichen Leben keine große Bedeutung. Es steht im ersten Satz, Konsum spielt eine viel größere Rolle als früher. Das heißt, D wäre die gegenteilige Antwort, ist es also auch nicht. Also die Vermutung, dass es als Ersatz für andere Bedürfnisse dient, der Konsum von Mode zum Beispiel, ist hier auf jeden Fall die richtige Antwort. Ich würde euch bei solchen Aufgaben noch den Tipp geben, geht die Antworten mehrmals durch. Also oft ist es so, man liest sich alle vier Antworten durch, hat bei einer dann so ein Bauchgefühl und denkt so, jo, das ist es. Aber es ist wirklich sicherer und ihr habt die Zeit auch in der Prüfung, alle Antworten nochmal durchzugehen, nochmal in den Text zu gucken, nochmal genau zu lesen. Ist das zum Beispiel wie bei der letzten eine gegenteilige Aussage, ne? Hat keine große Bedeutung. Im Text steht, es spielt eine viel größere Rolle, also dass da man vielleicht durch ungenaues Lesen auch das Falsche ankreuzt. Deswegen nehmt euch lieber die Zeit, markiert euch vielleicht euer erstes Bauchgefühl und prüft aber nochmal, ob die anderen nicht vielleicht doch auch passender sind, denn es geht eben nicht um irgendeine Aussage im Text, aus dem Text, sondern um die, die am besten passt. Wichtiger Strategietipp vielleicht. Hier geht es um das Zitat, das abgedruckt ist, Einkaufen ist zu einfach geworden. Das kommt auch im Text vor und das hat ein schlauer Typ von der Uni aus Michigan erzählt. Und nun ist die Frage, was ist damit gemeint? Die etwas Älteren, also Leute so wie ich oder noch älter, können sich noch daran erinnern, welcher Aufwand das vielleicht manchmal war, früher ein bestimmtes T-Shirt zu kaufen. Dann ist man in Laden 1 gegangen und wollte aber ein rotes T-Shirt. Da gab es aber die Farbe nicht. Dann ist man in Laden 2 gegangen. Da haben sie gesagt, nächste Woche bekommen wir Lieferung. Dann kommt doch nochmal vorbei. Und man hat vielleicht ein, zwei Wochen sogar warten müssen auf sein T-Shirt, wenn man es sich überhaupt leisten konnte. Vielleicht musste man es sich auch erstmal zusammensparen vom Taschengeld. So, heutzutage, wahrscheinlich kennen die meisten von euch es nur so, man geht auf irgendeine Online-Shopping-Seite, klickt dreimal und am nächsten Tag sind die Klamotten da oder ist das da, was man haben möchte. So, das ist im Prinzip auch das, was der Text sagt oder beziehungsweise was damit gemeint ist, dass man keinerlei Anstrengungen mehr braucht. Man kann online bestellen, man kann es sich liefern lassen, man muss nicht mehr irgendwo hinfahren. Alles ist easy und sofort nutzbar. In dem Textausschnitt für Aufgabe A9 wird ein Sprachbild, also eine Metapher benutzt. Und zwar ist das die Aussage, vielleicht muss einem manchmal auch ein bisschen schlecht werden von all der schnellen Kost. Kost ist ein anderes Wort für Essen, also im Prinzip wird hier das Sprachbild, die Metapher Fast Food verwendet. Auch das kennt sich ja jeder von euch. Fast Food, man holt es sich schnell, es ist meistens eine zu große Portion, man haut sich das rein. Danach geht es einem manchmal ein bisschen schlecht, manchmal weil man einfach zu viel gegessen hat oder mehr gegessen hat, als man hätte gebraucht. Oder vielleicht weil das schlechte Gewissen auch ein bisschen mitspielt, dass man sich so einen Mist reingezogen hat, der nicht so gesund ist und nicht so sättigend ist. Also dieses Sprachbild wird hier angewendet auf diesen Konsum von Mode. Und man soll erklären, warum das passend ist. Also bei Mode ist es ja auch so, man kauft schnell was Neues, oft auch mehr als man braucht, weil es ja alles so günstig ist, weil es ja gerade im Angebot ist, weil es gerade zu haben ist. Und davon könnte einem auch ein bisschen schlecht werden, weil man wieder zu viel Geld ausgegeben hat oder weil man denkt, so, oh Mann, Kinderarbeit irgendwo möchte ich eigentlich gar nicht unterstützen. Gibt ja tausend Gründe, warum eigentlich dieses Fast-Fashion-Phänomen nicht so die schlauste Idee ist, sich dem anzuschließen oder das zu machen.
Deswegen ist da eigentlich diese Metapher, dieses Sprachbild zu Fast Food, schneller Kost auch ganz passend. Auch in den Lösungshinweisen steht eben, es geht um die Maßlosigkeit, also immer mehr zu haben und auch um die Geschwindigkeit, mit der man neue Kleidung kaufen kann. In Aufgabe 10 kommt jetzt ein neuer Aspekt mit dazu. Also bisher ging es ja vor allem darum, darzustellen, wie negativ das ist, so viel zu konsumieren. Jetzt geht es darum, okay, neue Klamotten sind ja schon eine coole Sache. Was könnte man tun? So, und dann geht es darum, dass eben Besitz nicht unbedingt mehr das Wichtigste ist. Ne? Von uns, die irgendwelche Streamingdienste, Netflix, Spotify und sonst was nutzen, wir besitzen den Film nicht, wir besitzen das Musikalbum nicht. Ja, früher haben sich Menschen CDs oder kaufen sich auch heute noch Schallplatten von Musiktiteln bzw. von Bands, aber in der heutigen Zeit ist das für viele immer nebensächlicher geworden. Man muss das nicht mehr im Schrank stehen haben. Oder auch zum Beispiel, wie im Artikel gesagt wird, Autos werden geteilt, ne? Carsharing-Sachen, Musik und Filme noch geliehen, das hatte ich schon gesagt. Und da sieht die Wissenschaftlerin bzw. die Greenpeace-Aktivistin auch eine Möglichkeit als Alternative. Also, weil in anderen Bereichen Besitz nicht mehr so wichtig ist, könnte das auch für Kleidung zutreffen und eine Alternative sein. Man hat trotzdem noch das Neueste, muss es aber nicht mehr selber haben. Na, 11 geht es dann um die konkrete Umsetzung. Wie könnte das denn funktionieren, dass man nicht mehr alle Kleidungsstücke besitzen muss, die man tragen kann oder tragen will? Und hier kommt jetzt die Idee, wie könnte das Verleihen von Kleidung funktionieren? Also zum Beispiel sogenannte Kleidereien, abgeleitet von Büchereien, Bibliotheken oder eben Apps, die Privatleute zusammenbringen, die ihre Klamotten austauschen, beziehungsweise bei denen man sich das leihen kann. Oder eben auch die Idee Online-Stores, die gegen eine Gebühr verleihen. Dann könnte man auch qualitativ hochwertigere Sachen vielleicht sich auf Zeit ausleihen und es würde sich trotzdem für denjenigen, der sich das mal irgendwann gekauft hat, lohnen, weil er durch den Verleih auch das Geld im Prinzip wieder raus hat und man würde diesem Fast-Fashion-Phänomen entgegenwirken. Wenn man da richtige Lösungen, wie zum Beispiel ne, die Kleidereien oder Verleihsysteme über Apps organisiert, genannt hat, geht man auf jeden Fall mit 2 Punkten aus der Aufgabe raus. Hier soll man wieder ankreuzen, ob Aussagen zutreffen oder nicht. Auch hier ist wieder ein Satzanfang, wird zu Ende geführt. Die große Menge an Kleidung bewirkt Unzufriedenheit bei vielen Besitzern. Das trifft auf jeden Fall zu, denn es ist im Text die Rede davon, dass Menschen beklagen und unglücklich sind, dass ihre Schränke so vollgestopft sind und die Sachen nicht nutzen. So, das sind auf jeden Fall Hinweise darauf, dass Menschen unzufrieden sind. Führt zur kostenlosen Weitergabe von Kleidung. Da steht im Text dann, ne, sie fangen auszumisten, also den Schrank aufzuräumen und auszusortieren und weiter zu verkaufen. So, das heißt, es wird nicht kostenlos weitergegeben, sondern verkauft, also trifft diese Aussage nicht zu. Die große Menge an Kleidung stoppt den Kauf weiterer Kleidung. Das tut sie leider nicht, denn auch wenn die Menschen zum Beispiel aussortiert haben oder weiterverkauft haben, holen sie sich meistens neue Kleidung davon. Also, die Antwort trifft nicht zu. Die große Menge an Kleidung vergrößert das Kleidungsangebot in Secondhand-Shops. Klar, Menschen bringen ihre Sachen zum Secondhand-Shop und diese ertrinken fast auch wieder ein Sprachbild in der Menge der abgegebenen Sachen. Das trifft also zu. Führt zum Aussortieren von Kleidungsstücken, hatten wir schon, ne? Ausmisten ist ein anderes Wort für Aussortieren. Also auch diese Antwort trifft zu. Wird in Secondhand-Shops vollständig weiterverkauft. Das trifft nicht zu, denn im letzten Satz steht, nur die Hälfte findet einen neuen Abnehmer. Die Hälfte von den Sachen, die in Secondhand-Shops abgegeben bzw. verkauft werden, finden einen neuen Abnehmer. Hier ist wieder die Frage, welche Aussage passt am besten? Also nicht, welche Aussage wird auch im Text erwähnt, sondern welche passt am besten
zu als Zusammenfassung für diesen Textausschnitt, der hier abgedruckt ist. Der Textausschnitt enthält einen Aufruf zum Handeln. So richtig aufgefordert wird man nicht. Es werden zwar Möglichkeiten zum Handeln aufgeführt, aber es passt nicht wirklich. Dieser Textausschnitt enthält ein ungelöstes Problem. Das Problem wird hier auch nicht so richtig benannt, sondern es werden eigentlich Problemlösungsschritte benannt. Aber in dem Textausschnitt wird das ungelöste Problem nicht richtig benannt. Ein Ausblick auf die Zukunft. Also es wird ganz viel darüber geredet, wie könnte es sein. Also beispielsweise kommt auch das Wort zukunftsträchtig vor. Und dann geht es um konkrete Beispiele, wie könnte das denn in der Zukunft funktionieren. Das heißt, diese Antwort würde ich mir auf jeden Fall schon mal vormerken, weil sie nach dem ersten Bauchgefühl am besten trifft. Und ist eine kurze Zusammenfassung. Wenn man nochmal an den ganz langen Text von vorne denkt, dann ist das keine Zusammenfassung des Textes, sondern eher eben ein Ausblick in die Zukunft. Und somit stimmt das letzte auch nicht. Und das Bauchgefühl war in dem Fall richtig. C ist die richtige Antwort und ein Ausblick auf die Zukunft fasst diese Aussage oder fasst es am besten zusammen. Hier ist wieder die Frage, welche Aussage passt am besten? Also nicht, welche Aussage wird auch im Text erwähnt, sondern welche passt am besten zu als Zusammenfassung für diesen Textausschnitt, der hier abgedruckt ist. Der Textausschnitt enthält einen Aufruf zum Handeln. So richtig aufgefordert wird man nicht. Es werden zwar Möglichkeiten zum Handeln aufgeführt, aber es passt nicht wirklich. Dieser Textausschnitt enthält ein ungelöstes Problem. Das Problem wird hier auch nicht so richtig benannt, sondern es werden eigentlich Problemlösungsschritte benannt. Aber in dem Textausschnitt wird das ungelöste Problem nicht richtig benannt. Ein Ausblick auf die Zukunft. Also es wird ganz viel darüber geredet, wie könnte es sein. Also beispielsweise kommt auch das Wort zukunftsträchtig vor. Und dann geht es um konkrete Beispiele, wie könnte das denn in der Zukunft funktionieren. Das heißt, diese Antwort würde ich mir auf jeden Fall schon mal vormerken, weil sie nach dem ersten Bauchgefühl am besten trifft. Und ist eine kurze Zusammenfassung. Wenn man nochmal an den ganz langen Text von vorne denkt, dann ist das keine Zusammenfassung des Textes, sondern eher eben ein Ausblick in die Zukunft. Und somit stimmt das letzte auch nicht. Und das Bauchgefühl war in dem Fall richtig. C ist die richtige Antwort und ein Ausblick auf die Zukunft fasst diese Aussage oder fasst es am besten zusammen. Aufgabe A14 hat keinen Textauszug. Das heißt, jetzt geht es um den gesamten Text auf den ersten drei Seiten. Die Autorin verwendet häufig das Personalpronomen wir. Was soll damit erreicht werden? Nenne zwei Möglichkeiten. Wichtig an dieser Stelle, zwei Punkte gibt es auch nur, wenn man zwei Möglichkeiten benennt. Und zwar am besten zwei unterschiedliche, die sich nicht zu sehr ähneln, damit man auch wirklich die zwei Punkte safe bekommt. Es an welchen Stellen sie wir oder unsere benutzt, was ja in dem Fall ähnlich ist, beziehungsweise das gleiche Ziel hat beim Leser zu bewirken. Also wir haben hier zum Beispiel an dieser Stelle, noch nie haben wir so viel Kleidung besessen wie heute. Oder hier, tatsächlich hat sich unser Einkaufsverhalten durch das Fast Fashion Phänomen erheblich verändert. Gaben wir Anfang der 70er noch rund 10%, wird vielleicht feststellen, man muss dabei auch bedenken, die Süddeutsche Zeitung ist eher so für Leser ab 20 bis aufwärts, alte Menschen, erkennt man sich wahrscheinlich da wieder und sagt, oh ja, ne, früher hatte ich nicht so viel Kleidung oder oh ja, ich gebe ganz schön viel Geld für Klamotten aus. So. Und auch die Gründe, die genannt wurden, daran erkennt man sich vielleicht selber wieder. Das heißt, die Autorin versucht, so eine Identifikation des Lesers mit ihren Aussagen zu schaffen. So nach dem Motto, hey, die sagt ja genauso, was bei mir auch ist, so was ich auch denke oder ne, wie es bei mir ist. So, dass man sich einbezogen fühlt, dass man sich mit der Autorin auf einer Wellenlänge fühlt. Und sie versucht ja dann am Ende des Textes auch noch ein bisschen
zu beeinflussen, dass man vielleicht mal in eine andere Richtung denken sollte. Aber erstmal nutzt sie dieses Stilmittel, wir zu schreiben, obwohl sie gar nicht wirklich wir meint. Reinschaut, ich habe mal markiert alle Stellen, an denen wir oder uns benutzt wird. Dann sieht man, dass das so Aussagen sind. Noch nie haben wir so viel Kleidung besessen wie heute. Tatsächlich hat sich unser Einkaufsverhalten durch das Fast-Fashion-Phänomen erheblich verändert. Gaben wir Anfang der 70er noch rund 10% an Zweiern mal markiert Cent unseres Budgets aus, sind es heutzutage fast 5%. Wir kaufen mehr und geben weniger dafür aus. Was wir über uns aussagen wollen, tun wir in erster Linie über Produkte, die wir konsumieren. Konsum spielt eine viel größere Rolle in unserem Leben als früher. Also guckt man sich nochmal die anderen Stellen an. Dazu ist in den Text noch für Kleidung aus, waren es jetzt nur noch 5%. Wir kaufen mehr und geben weniger dafür aus. Was wir über uns aussagen wollen, tun wir heute in erster Linie über Produkte, die wir konsumieren. Konsum spielt in unserem Leben eine viel größere Rolle als früher. So, das sind so die relevanten Sachen. Was bezweckt sie damit? Man hat das Gefühl, sie spricht einen an oder man ist mit ihr auf einer Wellenlänge, weil man sich wiedererkennt in seinem eigenen Konsumverhalten. Ne, das ist sehr ähnlich dem, was sie da gerade schildert. Und man hat so das Gefühl, ja, ey, die sagt ja genauso, wie es bei mir auch ist. Ne? Oder, ach, witzig, dass sie das auch so empfindet. Also man hat so ein Gefühl der Gleichheit mit der Autorin, dass man ja ne, so ähnlich handelt, wie sie das beschreibt. Und deswegen fühlt man sich als Leser bei diesem Wir ganz gut aufgehoben. Sie bezweckt natürlich damit was, oder? Ne? Sie hat ein Ziel, warum sie dieses Wir so einsetzt. 2,5-seitiger, ziemlich langer Text, da geht es um Mode. Es lohnt sich an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal einen Blick in den kompletten Anfangstext zu werfen. Erstmal zu gucken, wer ist eigentlich die Autorin? Das steht am Ende des Textes, Silke Wichert, und sie hat für die Süddeutsche Zeitung geschrieben. Sind Nebeninformationen, die man jetzt für diese Aufgabe nicht braucht. Aber falls man es nochmal braucht bei einer Aufgabe, sollte man auf solche Sachen auch achten. So, ich habe jetzt hier im Text. Und was, wenn wir weiter ständig neue Sachen tragen könnten, bla bla bla. Und am Ende nochmal, der Besitzer wird uns schon daran erinnern. So, hier geht es ja allgemein eher auf den Zukunft, um den Zukunftsausblick, Meinung zu verstärken, beziehungsweise den Leser dazu zu bringen, das Gefühl. Schauen wir also nochmal in den Text. Es geht um die Autorin, ganz am Ende steht das, Silke Wichert, und es steht übrigens auch in der Quelle, wo sie das geschrieben hat, im Magazin der Süddeutschen Zeitung. Die richtet sich eher an ein Publikum, sagen wir mal, ab 20 Jahre aufwärts. Und ist eine Tageszeitung, beziehungsweise das Magazin einer Tageszeitung. Und zwar kommt das auf der letzten Seite zutage, denn auch da, wenn sie über die Möglichkeiten spricht, was wir in Zukunft besser machen könnten, also zum Beispiel diese Sache mit diesem Ausleihen von Klamotten und wie das funktionieren könnte und dass das doch eine super Idee wäre, dann möchte sie ja auch, dass wir uns mit ihr identifizieren und auf einer Wellenlänge bleiben und das vielleicht mit vorantreiben oder diese Ideen positiv bewerten und sie uns damit dann positiv beeinflusst hat in unserem Konsumverhalten. Also sie möchte ihre Meinung oder ihre Position verstärken, nachdem sie 2 Seiten lang uns mit dieser Benutzung von dem Wörtchen wir ne, mit ins Boot geholt hat, beziehungsweise uns das Gefühl gegeben hat, wir sind ihr gleich auf mit der Meinung und der Idee, bringt sie am Ende des Artikels dann neue Ideen aus oder mit ein in den Text und hofft darauf, dass man sich immer noch mit der Idee oder mit ihren Aussagen identifiziert. Heißt, auch nach den Lösungsvorschlägen, ne, man wird einbezogen in den Text oder fühlt sich einbezogen und hat ein Gefühl der Gleichheit beispielsweise. Und aber wichtig ist auch, die eigene Meinung wird beeinflusst zu den Aussagen beziehungsweise die Position der Autorin verstärkt. A15 ist relativ easy. Es geht darum, dass in dem Textausschnitt ein Wissenschaftler zitiert wird und man, warum die Autorin das tut oder was sie damit erreichen möchte, dass sie ne, verschiedene Wissenschaftler bzw. Experten anführt.
eigentlich ganz klar, sie möchte eben nicht nur, dass es eine gefühlte Wahrheit ist, was in ihrem Text steht und sich der Leser wiedererkennt, sondern möchte damit auch nochmal unterstreichen, dass es sich eben um Fakten handelt, dass es glaubwürdig ist und dass man dem Gelesenen vertrauen kann. So sollte man dann versuchen, seine Antwort zu formulieren. A16 bezieht sich auf die Überschrift des kompletten Artikels vorne auf den ersten drei Seiten und die Frage wird gestellt, warum passt der Begriff Rausch gut zum Text? Die korrekte Überschrift heißt im Kaufrausch. Wahrscheinlich ist das Wort Rausch den meisten eher bekannt durch Alkoholrausch, Drogenrausch. Also man betäubt andere Bedürfnisse, ist für kurze Zeit glücklich. Die Konsequenzen sind einem in dem Moment ziemlich egal. Das ist so ein bisschen das, was Rausch ausmacht. So, wie passt das jetzt zu dem Shopping-Phänomen, also zum Modekonsum? Auch da ist es so, es wird viel zu viel konsumiert. Also die Menschen kaufen wie im Rausch Klamotten oder Waren allgemein. Und auch dieses ohne zu überlegen und so handeln, als wäre man im Rausch, also ohne die Konsequenzen zu bedenken und einfach nur diesen Moment des Glücklichseins zu erleben. Deswegen passt das ganz gut als Überschrift. A17 fordert uns wieder auf, anzukreuzen, welche Aussage am besten passt. Jetzt geht es um den kompletten Text im Kaufrausch, also um alle drei ersten Seiten. Und man hat vier Möglichkeiten zur Auswahl. Die Aufgabe fand ich tatsächlich bei der Vorbereitung ein bisschen schwierig, denn okay, es ist klar, sie beschreibt keine eigenen Erlebnisse, so, und sie stellt auch keine persönlichen Gefühle dar. Die beiden Antworten sind schon mal völlig falsch, oder ne? Die sind raus. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie für einen Standpunkt argumentiert, weil sie am Ende ja viele Möglichkeiten, also schon klar wird, dass sie sagt, Leute, also indirekt sagt, Leute, kauft weniger, kauft besser qualitativ gute Sachen, überlegt, wie ihr Sachen teilen könnt. Aber es ist kein argumentativer Artikel, denn sie informiert tatsächlich über einen Sachverhalt, weil sie auch so viele Fakten und Daten hat, ne? Wie viel Prozent für Klamotten ausgegeben wird, wie viel Prozent der Jugendlichen wie oft shoppen gehen, wie das in den verschiedenen Jahrzehnten, den 70ern, den 90ern, heute ist. Also es werden überwiegend Sachverhalte dargestellt. Und wenn man es im ganzen Text nochmal guckt, ist wirklich nur die letzte halbe Seite etwa dieser Ausblick auf die Zukunft, der auch so ein bisschen eben einen Standpunkt da macht und Argumente liefert für, hey, weniger Konsum wäre doch besser. Deswegen muss man an der Stelle ein bisschen aufpassen und bei solchen Fragen, wenn es wirklich um den gesamten Text geht, nicht nur so den letzten Eindruck der letzten Aufgaben vielleicht sich überlegen, sondern doch nochmal in den Text gucken, was macht da wie viel Anteil aus des Gesamttextes, damit man da nicht aus Versehen das Falsche ankreuzt. Und hier auch nochmal, welche Aussage passt am besten? In dem Text geht es hauptsächlich um. Also alle vier Punkte kommen irgendwie mit im Text vor. Die Frage ist, was macht den größten Anteil des Textes aus? Was ist die Hauptaussage? Da auch wieder genau schauen und nachdenken. Wenn man nochmal im Text schaut, wie viel Platz das einnimmt, die Entwicklung des Einkaufsverhaltens über die Jahrzehnte oder die letzten 50 Jahre darzustellen, dann nimmt das schon den größten Teil des Textes ein, beziehungsweise es geht hauptsächlich in dem Text darum. Ja, es geht auch ein bisschen um Gründe für den Modekonsum und Kleidung als Ausdruck von Persönlichkeit und die Nachteile des Konsums, aber das sind dann mal zwei, drei Zeilen oder ein Absatz, aber von diesen drei Seiten ist der meiste Text wirklich, ne, diesem Darstellen der veränderten Einkaufsverhaltensweisen der Menschen gewidmet. So, damit haben wir den A-Teil auch geschafft und können jetzt zu dem B-Teil Sprache kommen. In B1 haben wir es gleich wieder mit unseren guten Freunden, den Haupt- und Nebensätzen zu tun, aber nochmal zur Wiederholung, im Hauptsatz steht das Verb an der zweiten Stelle oder bei einem Kommasatz an der ersten Stelle und beim Nebensatz steht das Verb immer an der letzten Stelle. Schauen wir also mal erstmal, wie viele Satzteile haben wir. Die Antwortmöglichkeiten zeigen es schon. Es sind drei Stück. Sie sind unterteilt durch die Kommas. Das heißt, ich habe es mit drei Satzteilen zu tun. Schaue ich mal in Satzteil Nummer 1. Wo ist da das Verb?
weil Kleidung so günstig geworden ist. Die finite Verbform steht an letzter Stelle. Kaufen wir immer mehr. Kaufen ist das Verb, steht an erster Stelle. Und im dritten Teil, obwohl wir schon genug besitzen. Besitzen ist das Verb und es steht an letzter Stelle. Also eigentlich super easy. Letzte Stelle, erste Stelle, letzte Stelle. Nebensatz ist nur B, die richtige Antwort. Theoretisch könnte man auch, wenn man gesehen hat, alles klar, das erste ist ein Nebensatz und dann schaut, okay, es gibt nur eine Möglichkeit, die mit Nebensatz anfängt, die anderen drei fangen mit Hauptsatz an, könnte es also eigentlich nicht sein, könnte man eine Abkürzung nehmen. Aber safety first, immer erstmal die Verben bestimmen, bunt anmalen und dann gucken, wo stehen sie und dann das richtige Kreuzchen setzen. So viel Zeit kann man sich nehmen. B2, klarer Fall für Satzgliederkenntnisse. Ich habe sie unten auch nochmal aufgeführt. Es geht darum, den Satz so umzuformen, dass das Subjekt an erster Stelle steht. Bevor man sich auf die Suche nach dem Subjekt geht, ist es schlau, als erstes erstmal wieder das Verb zu suchen, beziehungsweise das Prädikat, was wird getan. Es geht darum, dass sich irgendetwas verändert hat. Hat sich verändert. Wer oder was hat sich verändert, ist dann die Frage nach dem Subjekt. Unser Einkaufsverhalten hat sich verändert. Das heißt, unser Einkaufsverhalten soll im umgestellten Satz auf jeden Fall an erster Stelle stehen. Und das ist ja im Prinzip auch gar nicht so schwierig. Der neue Satz heißt also, unser Einkaufsverhalten hat sich durch das Fast Fashion Phänomen erheblich verändert. Schön zu sehen, um nochmal auf die Stellung des Prädikats oder der Verben im Satz zurückzukommen. Auch jetzt ist unser Verb noch hat sich verändert oder hat verändert. Schön verteilt, ne? Hat an zweiter Stelle die finite oder die gebeugte Verbform und das verändert dann am Ende. Dieser Satz eignet sich nicht so besonders gut dazu, jetzt alle Satzglieder nochmal nachzubesprechen. Machen wir an einer späteren Stelle nochmal. In B3 geht es nochmal um die Zeitformen. Es geht darum, die Sätze in der angegebenen Zeitform aufzuschreiben. In dem Fall sind die angegebenen Zeitformen Perfekt und Präteritum. Da soll es hingehen. Beides also Vergangenheitszeitformen. Und man kann nochmal zur Wiederholung jetzt gucken, in welchen Zeitformen sind die Sätze denn aktuell geschrieben. Satz 1. Die Deutschen kaufen bis zu 5 neue Kleidungsstücke pro Monat. Sie kaufen. Das tun sie in der Gegenwart. Das heißt, das kann nur Präsens sein, sonst habe ich ja keine andere Auswahl in der Gegenwartszeit. Bei dem zweiten Satz, wieder das Verb zu suchen, ist auch nicht so schwierig. Tatsächlich hat sich unser Einkaufsverhalten durch das Fast Fashion Phänomen erheblich verändert. Hatten wir gerade eben schon mal. Ne? Hat verändert, ist in der Vergangenheit anzusiedeln, auf jeden Fall. Und da man vielleicht weiß, dass Präteritum immer nur aus einer Verbform besteht, haben wir es hier mit einem Satz im Perfekt zu tun. Okay, nun die Herausforderung, die Sätze umzubilden. Kommen wir wieder zu Satz 1. Das soll ins Perfekt umgeformt werden. Wie perfekt geht, kann man an Satz 2 sein, wenn man es richtig erkannt hat. Also heißt der neue Satz dementsprechend. Die Deutschen haben bis zu 5 neue Kleidungsstücke pro Monat gekauft. Haben gekauft, perfekt gebildet. Bei Satz 2 soll ich aus hat verändert, Perfektversion, eine Präteritum-Variante machen. Das wäre dann veränderte sich und der Satz heißt entsprechend, tatsächlich veränderte sich unser Einkaufsverhalten durch das Fast-Fashion-Phänomen erheblich. Wichtig ist an dieser Stelle darauf zu achten, dass man nicht aus Versehen verändert schreibt, dann wäre es nämlich Präsens in der Gegenwart, sondern veränderte. Das E macht den kleinen Unterschied in dem Fall zwischen Präsens und Präteritum. Bei der Aufgabe B4 geht es um die gute alte Frage, das mit einem S oder das mit zwei S. Immer wieder schwierig und manchmal hilft das Bauchgefühl. Dummerweise muss man es hier bei B auch noch begründen, warum man so entschieden hat. Deswegen nochmal die kleine Wiederholung. Wann schreibt man das denn wie? Also, hier oben habe ich es nochmal zusammengefasst für euch.
Das kann ein Artikel sein, wenn es mit einem S geschrieben wird, wie zum Beispiel das Kind, das Schwein, das Haus. Oder ein Relativpronomen, wenn es sich auf jemanden oder etwas im vorherigen Satzteil bezieht. Also zum Beispiel hier das Kind, beim ersten das ist das ein Artikel. Und dann Komma, das gelacht hat, dann bezieht es sich auf das Kind. Ob es ein Relativpronomen ist, findet man am leichtesten raus, wenn man den Test macht, lässt sich dieses das nach dem Komma durch dieses, jenes oder welches ersetzen. Das Kind, welches gelacht hat, funktioniert. Also klarer Beweis dafür, dass das hier nur mit einem S geschrieben wird. Das mit Doppel-S ist eine Konjunktion und dient dazu, zwei Sätze zu verbinden. Meistens Hauptsatz-Nebensatz-Verbindung oder Hauptsatz-Hauptsatz-Verbindung. Okay, schauen wir mal in unseren Satz. Trendige Mode ist inzwischen so günstig zu haben, dass niemand mehr auf die Idee kommt, seine Kleidung reparieren zu lassen. Möglichkeit 1, wenn man sagt, okay, das mit einem S, es kommt lange, lange kein Nomen und Idee hat ihren eigenen Artikel, das heißt, es kann schon mal kein Artikel sein. Und es lässt sich auch nicht durch dieses, jenes oder welches ersetzen, das heißt, es ist schon mal klar, es wird auf jeden Fall mit Doppel-S geschrieben. Da es für Doppel-S im Prinzip nur die eine Erklärung gibt, es ist eine Konjunktion in dem Fall, kann man das dann auch als Begründung so hinschreiben. Man könnte auch quasi die Anti-Begründung hinschreiben, weil es nicht durch dieses oder jenes oder welches ersetzt wird oder ersetzt werden kann und kein Artikel ist, wird es nicht mit einem S geschrieben. Würde wahrscheinlich auch funktionieren als Antwort. Bei B5 soll man begründen, warum in diesem Textausschnitt der Konjunktiv verwendet wird. Da ist es auch markiert und beziehungsweise unterstrichen. Und zwar ist damit die Benutzung des Wort Sie seien unglücklich statt Sie sind unglücklich gemeint. Der Konjunktiv, in dem Fall Konjunktiv 1, wird in zwei verschiedenen Varianten benutzt. Zum Beispiel, um einen Wunsch oder eine Erwartung auszudrücken. Man kennt das bei Rezepten. Man nehme 3 Eier, 7 Löffel Mehl und forme daraus einen Kuchen. Oder wenn indirekte Rede benutzt wird. Also nicht die wörtliche Rede. Wörtliche Rede kennt man zum Beispiel. Der Vater sagt, Doppelpunkt, Anführungsstriche unten, spar dein Geld doch besser. Ausrufezeichen, Anführungsstriche oben, das wäre die Variante wörtliche Rede. Indirekt, also nicht wörtliche Rede, ist wie hier in dem Beispiel. Der Vater sagt, er solle sein Geld besser sparen. Und das Wörtchen solle, das Verb solle, ist dann im Konjunktiv geschrieben. Oder die Freundin fragt, kannst du bitte warten? Oder ähnlich wäre wörtliche Rede, wenn man es aber in der indirekten Rede ausdrückt, schreibt man, die Freundin fragt, ob sie bitte warten könne. So. In dem Fall ist die Begründung also, es ist indirekte Rede, denn wenn man es in wörtlicher Rede hätte, hier oben in unserem Beispielsatz, dann könnte man auch sagen, tatsächlich beklagen viele Leute in Umfragen bereits, Doppelpunkt, Anführungsstriche unten, wir sind unglücklich über die vollgestopften Schränke und die nicht genutzten Sachen, Punkt. Anführungsstriche oben. Das Ganze wird aber hier als indirekte Rede ausgedrückt und deswegen nutzt man auch an dieser Stelle den Konjunktiv. Aber die Begründung, es handelt sich um indirekte Rede, sollte eigentlich ausreichen. In der Aufgabe B6 geht es jetzt tatsächlich darum, die Satzglieder zu bestimmen. Ich habe über der Aufgabe nochmal die Satzglieder im Überblick mit eingeblendet und wie immer ist es am schlausten, als erstes zu schauen, was wird getan, wo ist das Verb, also wo ist das Prädikat. In Norddeutschland geben heute viele Menschen ihre gebrauchte Kleidung Bedürftigen. Geben ist eindeutig das Verb, das heißt, wir haben das Prädikat gefunden und können hier schon mal C eintragen. In Norddeutschland ist auch relativ offensichtlich, man fragt mit wo geben die Menschen, bla bla bla. Also haben wir hier die adverbiale Bestimmung der Zeit, Quatsch, des Ortes, Entschuldigung. Und weil wir mit wo fragen können,
haben wir hier den passenden Buchstaben. Also startet die Reihe mit B, mit der adverbialen Bestimmung des Ortes. Als nächstes kommt heute. Wann geben Menschen in Norddeutschland ihre gebrauchte Kleidung Bedürftigen? Das ist die adverbiale Bestimmung der Zeit, weil ich mit wann frage. Also F. Wer oder was gibt in Norddeutschland seine Kleidung Bedürftigen? Das sind viele Menschen. Wer oder was ist die Frage nach dem Subjekt. Und das heißt der Buchstabe D. Wen oder was geben Sie den Bedürftigen ihre gebrauchte Kleidung? Wen oder was? Aufpassen, Dativ und Akkusativ nicht verwechseln. Wen ist nicht wem. Also wen oder was ihre gebrauchte Kleidung? Das ist dann das Akkusativobjekt A. Und wem geben Sie es, Dativobjekt, den Bedürftigen? Und das ist E. Im Grunde ganz einfach, Fragewörter üben, sich merken, welches Fragewort gehört zu welchem Satz geht. Wenn ihr die hier oben eingeblendeten könnt, seid ihr auf der sicheren Seite für die Prüfung. Bei B7 geht es um aktiv und passiv. Kleine Wiederholung auch da nochmal. Man nennt aktiv die Tatform, also das Kind, der Täter, lacht die Oma an. Und passiv die Leideform, man könnte auch sagen die Opferform. Ne? Die Oma, das Opfer, wird von dem Kind angelacht. Es geht also darum, einen Satz so umzuformen, dass das Opfer am Anfang steht, beziehungsweise dass klar wird, dass mit dem Opfer etwas gemacht wird, nicht dass der Täter etwas tut. Deswegen muss man immer erstmal gucken, wer ist der Täter und wer ist das Opfer im Satz. Nicht immer sind das Menschen, deswegen passt dieser Vergleich auch nicht immer so gut. Aber beim ersten Satz, neue Entwicklung lösen alte Gewohnheiten ab. Die neuen Entwicklungen sind hier in dem Fall die Täter und die alten Gewohnheiten sind die Opfer. Das heißt, man muss den Satz jetzt so umformen, dass mit den Opfern etwas gemacht wird. Korrekt heißt das in dem Fall, alte Gewohnheiten werden durch neue Entwicklungen abgelöst. Aufpassen muss man dabei, aktiv und passiv hat nichts mit der Umstellprobe in einem Satz zu tun. Häufig machen Schüler das so, dass sie nur die Satzglieder neu anordnen, also im Prinzip die Umstellprobe machen mit dem Satz. Bei aktiv-passiv muss man neue Wörter mit hinzunehmen. Da darf man nicht nur die benutzen, die im alten Satz vorkamen, sondern muss tatsächlich so einen Perspektivwechsel vornehmen und das Ganze eben mehr aus der Opferperspektive schreiben und nicht aus der Täterperspektive. Beim zweiten Beispiel haben wir auch wieder Opfer und Täter. Plastikfolien schützten die ausgestellten Kleidungsstücke. Die Plastikfolien sind in dem Fall wieder die Täter. Und die ausgestellten Kleidungsstücke sind die Opfer. Ja, da muss man auch aufpassen, dass man das ganze Satzglied nimmt. Und jetzt kann man den Satz entsprechend umformen. Und korrekt heißt es dann, die ausgestellten Kleidungsstücke werden durch Plastikfolien geschützt. Also die Position hat sich geändert. Aufgabe B8. Das ist das Spiel, was passt nicht in die Reihe. Zum Glück muss man es nicht begründen. Das heißt, hier ist auch wieder ein bisschen Logik und gesunder Menschenverstand ganz hilfreich. In der ersten Zeile. Musikalisch, Musikliebhaber, Musik, Musiker. Ich sehe dreimal einen Großbuchstaben am Anfang, einmal einen kleinen Buchstaben. Also dieses Wort gehört nicht dazu. Es muss raus aus der Reihe, denn ich habe alles Nomen und ein Adjektiv dabei. Das Adjektiv gehört nicht dazu. Zweite Reihe. Wird, mein, hat, meint. Korrekte Erklärung wäre, ich habe drei Verben und ein Pronomen. Das Pronomen muss raus und die drei Verben passen gut zusammen. Das dritte Beispiel ist ein bisschen schwierig.
weil es scheinbar alles so kurze Wörtchen sind, die irgendwas verbinden oder ne, häufig vorkommen, ohne dass man genau weiß, welche Wortart in dem Fall sind. Aber, weil und das mit Doppel-S Konjunktionen und das mit einem S ist entweder ein Artikel oder ein Relativpronomen, muss also raus. Da vielleicht auch das Bauchgefühl entscheiden lassen. Dann haben wir auf, unter, bevor, neben. Diese drei geben Positionen an, die einen Ort betreffen. Etwas kann zum Beispiel auf einem Tisch sein, unter einem Tisch oder neben einem Tisch. Und das Einzige, das hier aus der Reihe tanzt, ist das Wörtchen bevor, weil das eine Zeitangabe ist. Also bevor ich für die Prüfung geübt habe, habe ich noch eine Netflix-Serie geguckt oder sowas. Da geht es um Zeit, bei den anderen dreien geht es um Orte. Dann haben wir nochmal, ähnlich wie in der ersten Zeile, drei Nomen, dreimal Großschreibung, einmal keine Großschreibung, die muss weg. Das Verb gehört nicht in die Reihe. Das letzte ist wieder ein bisschen schwierig, denn es sind ja alles vier Verben, aber das Verb spielen ist kein Modalverb. Modalverben sind Verben, die meistens ein oder eigentlich ein zweites Verb immer dazu brauchen. Dann zum Beispiel, ich soll tanzen, du musst lernen, wir können tanzen, wandern, whatever. So, aber ich spiele geht alleine. Das braucht kein zweites Verb, so im Satz. Deswegen wäre in dem Fall spielen der Außenseiter und muss raus aus der Reihe. In der letzten Aufgabe geht es um Rechtschreibstrategien. Und zwar im Satz ist das Wort Zeitvertreib markiert und man soll ankreuzen, welche Strategie sich am besten eignet, um die Großschreibung des Wortes rauszufinden. Zur Auswahl habe ich, leite das Wort ab. Ableitung erscheint mir hier absolut nicht sinnvoll. Auf den ersten Blick lasse ich erstmal raus. Ich zerlege das Wort. Ja, ich könnte das Wort jetzt in Zeit und Vertreib zerlegen. Ob ich dadurch aber schlauer werde, ob es groß oder klein geschrieben wird, ist so ein bisschen fragwürdig. Ja, die Zeit, aber passt irgendwie auch noch nicht so richtig. Ich beachte das Signalwort. Signalwörter sind Wörter, die vor dem Wort stehen, also meistens direkt vor dem Wort, zum, in dem Fall. Jetzt kann ich überlegen, zum ist jetzt kein Artikel, der mir eigentlich klar macht, dass es großgeschrieben werden muss, also dass es sich um einen Nomen handelt, aber zum ist eine Verkürzung der Wörtchen zu dem oder vielleicht auch zu einem und dann ergibt das Ganze schon mal Sinn. Einkaufen ist für viele zu einem Zeitvertreib geworden. Also, das Signalwort erscheint mir eigentlich ziemlich schlau als Auswahl. Als Letztes könnte ich jetzt nochmal zur Sicherheit gucken. Ich überprüfe die Endung. Irgendwie gibt es hier keine richtige Endung. Ne? Das ist ein Wortstamm, das ist ein Wortstamm, das ist so eine Verbindungssilbe. Also irgendwie so richtige Endungen wie Unkheit, Keitnis zum Beispiel, was so typische Nomenendungen wären, sind hier auch nicht dabei. Deswegen würde ich mich in diesem Fall auf jeden Fall dafür entscheiden, dass das Signalwort die korrekte Antwort ist und damit auch meine zwei Punkte auf jeden Fall bekommen und glücklich sein. Damit haben wir die A- und B-Aufgaben auch geschafft aus dem Übungsheft 2019. Ich verlinke euch in der Videobeschreibung nochmal das Übungsheft und auch die Lösungen und ein paar Übungsaufgaben zu den Grammatikphänomenen, die wir besprochen haben. Ich habe das Gefühl, das zweite Video ist schon deutlich besser gelungen als das erste. Danke nochmal für die Rückmeldung. Es ist ein komisches Gefühl, das alles ohne Schüler zu machen, aber ich hoffe, es hilft dem einen oder anderen von euch, ein bisschen entspannter in Richtung Prüfungen zu blicken und euch ein bisschen besser vorbereitet zu fühlen. Gebt gerne Rückmeldung, fragt gerne, wenn was unklar war. Ich kann auch gerne zu einzelnen Sachen nochmal was extra machen. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwas braucht. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal.